Also dann Schnelzmannendorf ziehen. Da war ja direkt auf dem Marktplatz quasi so etwas erhoben. Also noch mehr Schützen, nee. Direkt auf dem Marktplatz ein bisschen erhoben war ja der Tempel. Das zuerst so aussah wie ein Ratshaus oder wie die Burg von dem Lord da zum Beispiel, aber war halt nur ein Tempel zu dem Zeitpunkt, aber jetzt brauchen wir den doch schon ziemlich. Wir werden beschossen, Feuerbälle fliegen bestimmt auch gleich, ich sehe Harpien unten unter uns lang fliegen auf der Minimap. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und wo ich die Taverne da glatt sehe, wir sollten auch gleich was Neues zu essen kaufen. Vorräte sind doch schon ziemlich runter. Können wir behilflich sein? So, 750. Und wo wir gerade hier sind, kostet ja nichts. Bisschen spenden können wir auch. Möge das Glück mit dir sein. So. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 3, wir töten. Keiner tot, was? Das war kein toller Schritt Nummer 3. Also, guter Schritt Nummer 3. Hufeisen? Nein. Sachen verkaufen. Waffen zuerst. Okay, dann warten. So. Waffe, Waffe, Waffe. Wir sollten vielleicht doch zuerst Rüstung verkaufen. Die nehmen dezent mehr Platz weg. Wo ist der Rüstungshändler? Andere Seite. Hier gibt's Kräuter, hier gibt's Rüstung. Die feinsten Rüstungen im Land. Wollten wir irgendwas davon behalten? Gesteigerter Wert, Charisma, warte mal. Oh, deine Rüstung ist kaputt. Also ich? So, was für ein Handschuh hast du? Trefferpunkt plus 11. Ist mir ehrlich gesagt wichtiger als Charisma, also mehr Zauberpunkte. Also kann das wirklich alles weg. Den Stahlpanzer können wir verkaufen, verdammt nochmal. Quatsch, für Zauber meine ich. Verkaufen können wir natürlich auch. Boah. Wie machen wir das? Okay, wir verkaufen... Erstmal die Sachen, die eh Kleinkram sind oder Verzauberung drauf haben. Das heißt, sie können sie nämlich nicht mehr nochmal verzaubern. So, ich glaube, einen Plattenpanzer so können wir auch nicht verzaubern. Die Umhänge bringen auch nicht wirklich viel. Gürtel ist schon verzaubert. So. Stopp. Geben wir die ganzen Waffen zu ihr, damit Talana ein bisschen Platz hat. Das ging schnell. Du verzaubern. Das Schild. Ja, schon besser. Die Rüstung. Ja, Platz für die Rüstung. Die Ringe müssen auch noch verzaubert werden. So, du gibst die Rüstung an sie. Du hast schon alles identifiziert. Aha. Nee, das da nicht. Hast du noch Platz für Waffen? Ich hab da noch ein paar. So, Waffen weg. Suchst du eine Waffe? Den Dreizack sollten wir auch verzaubern. Der sieht teuer aus. Achso, du solltest erstmal noch verzaubern. Du verzaubern. Panzer. Sein Panzer macht Stärke plus 11. Der Panzer macht Elektroresistenz plus 6. Ja, nee. Da werden wir gar keinen Platz für haben. Außer so vielleicht. Brauchst du zwei Felder? Ja, okay. Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Die wolltest du behalten. Waffen. Das muss identifiziert werden. Was für ein Amulett hast du? Gar keins. Dann nimm nochmal das da. So, du verkaufst derweil weiter Waffen. Also während sie sich wieder erholt zum Wiederverzaubern. Verkaufen, 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 verkaufen. Verzaubern. Drei, zack.
3 bis 4 Kälteschaden. Ist dein Speer eigentlich schon verzaubert? Nein. 1d9 plus 9. 2d6 plus 6. Das ist mehr als der andere an Schaden, aber weniger Angriff. Du kannst auch mal behalten. Der ist schon verzaubert, kann auch weg. Ah. Und das kann alles auch weg. Oh, dann haben wir es ja gleich geschafft mit dem Verkaufen. Wir sind schon bei 37.000. Das wird noch auf 40.000 hochgehen, denke ich mal. Hat sich definitiv gelohnt. Aber das werden wir auch alles hier gleich wieder ausgeben können, denke ich. Weil hier gibt es auch eine Licht- und eine Schattengilde. Also, die feinsten Rüstungen im Land. Weg, 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 weg. Weg. Kinkelitzen haben wir auch noch. Ne, hier war nichts. Spezialitäten. Zauberpunkte plus 6. Nö, hält sich in Grenzen. Geschlossen. Klingenspitze war Trainingshalle, sowas in der Richtung. Aber wir haben schon fast alles Wichtiges. Reparieren. Ja, komm. Ganz, ganz, ganz viel später werden wir alle reparieren brauchen, weil sonst... Wow. Wo kommt das her? Hinten. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Also, was ich sagen wollte, ganz später wird reparieren sehr nützlich sein, weil wir halt durchgehend Sachen kaputt bekommen, durch Drachen, Titanen, was weiß ich. Und da wäre es sehr, sehr lästig, immer alles an Gerogon rüberzuschieben und wieder zurückzuschieben. So, wie schaut es mit Kräutern aus? Da hast du noch ein bisschen was. Du hast noch Ringe zum Verzaubern. Regeneriere Zauberpunkte mit der Zeit. Du, würde ich sagen. Du hast noch nichts Regenerierendes an dir, oder? Nö. Ein Kettenhemd können wir auch mal verzaubern. Wir müssen nur daran denken, dass sie es gleich wieder anziehen sollte. Du verzaubern, Kettenhemd, Rüstungsklasse plus 7. Ah, ist das schön, dass sie jetzt Meisterin ist beim Verzaubern. Also bei Wassermagie an sich. Weg mit dir. Du verzaubern, Ring. Intellekt plus 8. Oh, sie hat noch einen Ringslot frei. So. Zauberpunkte gehen ganz schön schnell runter bei mir rum. Aber sie kriegt ja hoffentlich bald ihren Klassenanstieg. Eventuell sogar jetzt, wenn das der Schützenlehrer ist. Halt! Wer ist da? Lord Eric von Stormgrad. Seine Hoheit Erik von Stormgrad, Marquis des nördlichen Marschlandes. Okay. Drachenkopf. Nicht schlecht. Fische passen nicht ganz zu den Minotauren und Drachenköpfen, aber na gut. Winter. Ich bin des Winters überdrüssig. In meinen Ländereien scheint der Winter das ganze Jahr zu dauern. Während der letzten Jahre gab es praktisch überhaupt keinen Sommer mehr. Ich bin überzeugt, dass mit dem Wetter etwas nicht stimmt und ich möchte, dass etwas dagegen unternommen wird. Das liegt nicht so wirklich in unserer Macht. Ich kenne deinen Ruf und ich hörte, du könntest alles schaffen. Danke. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Beende den Winter und meine Unterstützung im Hohen Rat wird dir sicher sein, wenn du sie brauchst. Falls dir das weiterhilft, ich habe von einem Einsiedler gehört, der auf den Bergen westlich von hier leben soll und der das Wetter im Detail studiert hat. Okay. Kampfmagier? Wow. Vor 20 Jahren habe ich den jährlichen Bogenschützenwettbewerb in Burg Ironfist gewonnen und den Titel seitdem nicht mehr aus der Hand gegeben. Das gibt mir das Recht, Bogenschützen zu Kampfmagiern und Kriegsmagiern auszubilden. Ich verspreche allen Bogenschützer unter deinen Leuten die Beförderung zum Kampfmagier, wenn du mir einen kleinen Gefallen erweist. Ich brauche den Schlüssel zu den Drachentürmen. Och, da brauchst du gar nicht weiterreden. Bitteschön. Sehr gut, du hast den Schlüssel und hoffentlich hast du eine Menge Monster erschlagen. Das waren Menschen. Okay, es waren Ogre auch dabei, aber es waren auch sehr viele Menschen. Ja, wir haben sehr viele Monster erschlagen. Danke.
Hiermit befördere ich alle Bogenschützen unter deinen Leuten zu Kampfmagiern und alle anderen zu Kampfmagiern ehrenhalber. Sehr, sehr gut. Kriegsmagier. Der Grund, warum ich den Schlüssel brauchte, waren die Drachentürme damit zu öffnen und neu zu justieren, damit sie nicht undifferenziert auf alles schießen, was fliegt. Es gibt einen Weg, die Türme so zu justieren, dass sie nur sehr große Ziele beschießen. Also Drachen. Und nicht wir, wenn wir rumfliegen zum Beispiel. Und ich möchte, dass alle Türme im Land so justiert werden. Magie wird immer alltäglicher und immer öfter werden junge Hexer vom Himmel geschossen, weil sie nichts über die Funktion der Drachentürme wissen. Du hast den Schlüssel. Wenn du alle Türme neu justierst, dann werde ich alle von deinen Leuten, die Kampfmagier sind, zu Kriegsmagiern befördern, alle anderen ehrenhalber. Das könnte anstrengend werden. Vor allem, wenn ich mir da keine Notizen mache. Also, wo ist mein Schmierzettel? So. Wir werden uns jetzt bei jeder Stadt aufschreiben müssen, ob wir da schon den Turm angeklickt haben oder nicht. Also hier war auf jeden Fall schon mal einer. Das weiß ich. Raus. Und zwar war der in einem anderen Stadtteil. Oh, und hier war noch ein Schrein. Schrein der Ausdauer. Okay. Gefrorenes Hochland. Darauf sollte ich nicht kritzeln. Gefrorenes Hochland. Hochland. Ausdauer. Da. Und dann sollten wir die Tage wirklich mal wieder zu dem Orakel gehen. Bei Burg Ironfist. Weil der sagt uns ja sporadisch immer, in welchem Monat wir zu welchem Schrein gehen sollen. Und wir haben jetzt schon ein paar Schreine aufgeschrieben, die bestimmte Sachen machen. Und dann können wir mit seiner Hilfe halt gucken, wo wir wirklich hin müssen. Auch wenn es noch ein paar Besuche dauern wird. Aber es wird sich bestimmt bezahlt machen. So, da ist ein Drachenturm. Und da ist der Knopf. Klick. Okay, gefrorenes Hochland. Mache ich gleich ein Häkchen hinter. So. Training. Hier war doch bestimmt irgendwo ein Trainingszelt, genau. Da müssten nämlich so ein, zwei Stufen drin sein. Eine Stufe hatten wir ja schon vorher bei den Ogern gemacht und den Menschenwachen. Und jetzt eventuell noch ein oder sogar zwei Stufen von dem Klassenaufstieg von Myrm. Oh, noch fehlt aber nicht mehr viel. Es ist noch viel zu tun. Und gerade sie kriegt keinen Stufenanstieg, keinen zweiten. Ah, sehr gemein. Aber na gut. Was hast du denn so Schönes? Du hast 19 Punkte. Dann Axt. Ja, wir brauchen unbedingt Experte und Meisterrang. Wir müssen jetzt die Tage wirklich vielleicht ein, zwei Folgen lang einfach nur Häuser abklappern. Um die ganzen Lehrer wiederzufinden. Wobei die ja meistens auf dem Haufen hocken. Schildexperte brauchst du gar nicht mehr später. Panzer, Meister sollst du bald werden. Reparieren bist du schon hoch. Kondition. Konditionsexperte gab es in Neusorbegal. So, Axt. Axt. Du hast Wasser jetzt schon recht hoch. Jetzt solltest du eigentlich Luft hochbekommen. Wegen Fliegen und Implosionen und was weiß ich. Meditation, damit du mehr Zauberpunkte hast. So. Du hast 16 Punkte. Die bewahre ich mir auf für Schatten. Und du... Ja, Lichtexpertenlehrer brauchen wir demnächst. Bewahre ich auch erstmal auf. So. Also, gefrorenes Hochland. Was haben wir hier für Lehrer, die wir gerade brauchen? Du bist keine Lehrerin. Oh, hallo. Ihr seid alles keine Lehrer. Okay. Hier war die Akademie. Hier war der Rüstungshändler. Gemischtwarenhändler. Was bist du eigentlich für ein riesiges Haus? Hallo. Forscher. Nö, danke. Das ist aber ein ganz schön pompöses Haus für so einen einzelnen kleinen Forscher. Muss sehr gut darin sein, was er macht. Oh, Kinkerlitzchen. Was kann ich dir bringen?
Weg, 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 weg. Und wirklich was Tolles hast du nicht. Ja. Danke, komm bald wieder. Oh, hallo. Hier sind nirgendwo Lehrer. Hallo. Das ist ziemlich suspekt. Oh, hallo. Hallo. Zigeuner. Hallo. Unterhändler. Wie geht's? Nö. Wie geht's? Einbrecher. Wie geht's? Experte der Schattenmagie. Okay, wir haben leider noch keine Fähigkeiten in Schattenmagie. Zulang Manchu, Meister der Schattenmagie. Schön, dass du da bist. Also, hier in der westlichen Stadt, es gibt hier ja zwei kleine Städte, in der westlichen Stadt gibt es nur einen einzigen Lehrer und der ist für Schattenmagie. Das werden wir uns aber merken können, denke ich. Also huschen wir jetzt wieder auf die andere Seite. Was mich daran erinnert, dass wir unbedingt den Flugzauber kaufen sollen, wenn wir ihn sehen. Um Reisezeiten zu verkürzen. Und hoffen dann, dass hier in der östlichen Stadt alle Häuser voll mit Lehrern sind. Sonst wird dieses ganze Gebiet ziemlich lehrerfrei. Wie geht's? Experte am Bogen sind wir alle schon. Desmond Wellner ist Kriegsbeier. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Keulenexperte. Stufe 4, 2000 Goldmünzen. Ja, komm. Oh, hallo. Okay. So. Wir auch im Nahkampf wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Bei Kleinvieh ist das schon ganz gut. Oh, hallo. Ein Messdiener in einem riesigen Prunkgebäude. So ein Seiteneingang. Ja, hält sich in Grenzen. Bogenexperte, Keulenexperte und das war's. Gibt es hier vielleicht noch eine Stadt hier unten vielleicht? Aber es sieht unzugänglich aus mit dem Gebirge. Nö. Also, wir machen uns auf den Weg nach... Also zurück zur Weststadt. Weil da der Reiterhof ist, aber den brauchen wir gar nicht. Wir können auch teleportieren. Genau, wir würden gerne nach Neusorpigal. Hallo, Neusorpigal. Lang nicht gesehen. Und deinen Drachenturm würden wir gerne umschreiben. Klick. So, Drachenturm Nummer 2. Dann Konditionsexperte. Hallo. Wie ja. Ja. Und die erfüllen alle noch nicht. Du hast keine Punkte. Kondition 2. Wir könnten mit dir auch Kondition erhöhen. Aber ich glaube, das lasse ich lieber. Hier war Meditationsexperte. Hier waren die ganzen Feuer- und klerikalen Experten. Also die elementaren und die klerikalen Experten. Da oben waren die Gilden. Luftexperte bist du, Luftmeister, dauert noch eine ganze Weile. Schattengilde bräuchten wir jetzt noch. Oh, und wir könnten zur Burg Ironfist. Gibt es einen Teleportpunkt zur Burg Ironfist? Nein. Okay. Oh, neue Hufeisen. Das ist doch schon mal sehr schön. So, jetzt aber Burg Ironfist.